Ich kenne kein publizistisches Mittel, das über 40 Jahre lang so kontinuierlich geführt worden ist und im Grunde fast alle wesentlichen Personen oder Persönlichkeiten aus der ganzen breiten Skala des Lebens gezeigt hat. Er ist unersetzbar in dem, was er in diesen Interviews geleistet hat. Und ich glaube, kaum ein anderer Interviewer käme an Menschen, vor allem an solche, die hier groß geworden sind, hier meine ich jetzt im Osten, so nah ran wie er. Meiner Erinnerung nach verdanke ich diesen Gesprächen wirklich bleibende Eindrücke von bestimmten Personen, die man ganz gut kannte, die aber doch auch immer alles Mögliche verbargen und die nun durch das Gespräch mit Gauß in demjenigen Zusammenhang und Licht erschienen, die man braucht. Erlauben Sie eine letzte Frage. 41 Jahre lang läutete diese Formel das Ende von Günter Gauß Interviews ein, die zumeist mit dieser Musik begannen. Das ist ein frühes Stück von Beethoven, so auch bei der Fernsehpremiere im März 1963. Zu Gast einer der mächtigsten Politiker. Sie haben es weit gebracht, Herr Minister, und manche Ehrung erfahren. Gibt es eine Auszeichnung, die Sie besonders freut? Ich habe manche Auszeichnungen und manche Ehrungen erfahren und hier gilt wohl auch das Gesetz vom abnehmenden Nutzen. Es ist kein Ereignis, das in mir haften geblieben ist. Aber trotzdem bin ich für Ehre und Anerkennung sicher nicht unempfindlich und möchte sagen, und ich hoffe, dass das nicht als eine Anbiederung aufgefasst wird, die größte Ehre ist das für mich, dass meine Person und meine Arbeit vom deutschen Volk anerkannt wird. Und ich habe dem Günter Gauß entwickelt, was ich mir vorstelle von dieser Sendung. Und er hat mir gleich gesagt, hören Sie, ich habe keine Ahnung von Fernsehen. Mit all dem, ich habe auch keine Zeit, ich bin bei der Süddeutschen Zeitung und aber dass die Sendung interessiert mich, nur das Drumherum kann ich nicht. Ich habe gesagt, das müssen Sie auch nicht können. Meine letzte Frage, Herr Minister. Es wird in den letzten Tagen viel von der Nachfolge des Bundeskanzlers gesprochen und damit auch von Ihnen. Möchten Sie gern Bundeskanzler werden und würden Sie Wirtschaftsminister bleiben, wenn ein anderer Bundeskanzler wird? Ich habe natürlich diese Entscheidung getroffen. Und ich möchte Sie und auch Sie alle am Bildschirm fragen, ob denn wirklich so viel Fantasie dazu gehört, um diese Frage beantworten zu können. Ich glaube, nein. Ludwig Erhard wurde im selben Jahr Bundeskanzler. Der damals 33-jährige Journalist Günter Gauß sollte zu einem der bedeutendsten Interviewer der Bundesrepublik werden. Nach einem Wort von Walter Jens zum bekanntesten Hinterkopf im deutschen Fernsehen. Denn während der Sendung waren die Kameras ausschließlich auf den Gast gerichtet. Gauß selbst war nur zu hören. Vorbild war Face to Face, eine Sendung aus Großbritannien. Kritiker warfen Verhörcharakter vor. Seine Anhänger verehrten Gauß als intelligenten, hartnäckigen Befrager. Wir haben also selbstverständlich, wenn möglich, alle Interviews gesehen. Ich weiß nicht mehr, welches ich zuerst und ich weiß überhaupt nicht mehr, welches ich damals gesehen habe. Aber eins war klar. Er hatte einen Ruf wie Donnerhall. Das heißt, wer auf diesen Stuhl sich setzte, musste gewärtig sein, gegrillt zu werden. Mit dem Ergebnis, dass als er herantrat an Brandt, Regierender Bürgermeister, zu einem Interview, wir geprobt haben und exerziert haben und überlegt haben, stundenlang, welche Fragen unangenehmer Art könnte er stellen? Wie sollte und könnte eine Antwort darauf sein? Das heißt, es war richtig spannend. Das hat mir den Willy Brandt irgendwie näher gebracht.
weil er so die Perioden ansprach, wissen Sie, die ansonsten im Westfernsehen, sage ich jetzt mal so, nur höchstens mal als Vorwurf eine Rolle spielten. Also weiß ich was, seine uneheliche Herkunft, die Zeit seiner Emigration, die Zeit, als er, glaube ich, eher noch trotzkistisch dachte und so weiter, aber dann auch sein Aufenthalt in Spanien. Alles solche Momente, wissen Sie, das spielte ja auch in DDR-Zeitung praktisch so gut wie gar keine Rolle, weil die hatten ja auch wieder ihr Klischeebild von der SPD, das ja erst später so ein bisschen differenzierter wurde, als dann die Beziehungen zwischen der SED und der SPD sich etwas intensiver gestalteten. Hat sie diese Besonderheit ihrer Herkunft, das Aufwachsen ohne Vater, irgendwann im Leben bedrückt, geniert, etwa im Kreis ihrer wohlsituierten Mitschüler? Ich würde das nicht ganz verneinen wollen. Ich will es nicht dramatisieren. Das mit der schwierigen Kindheit, was ich da habe anklingen lassen, oder nicht ganz einfachen Kindheit, hatte ich wohl gesagt. Ich möchte es nicht schwieriger machen, als es war. Man hat gut für mich gesorgt. Das war es nicht. Aber es ist wahr, man unterschied sich von anderen. Und Sie empfanden diesen Unterschied? Ja. Empfanden ihn schmerzlich? Schmerzlich ist wohl schon zu viel gesagt, aber etwas bedrückend manchmal. Brandt, Adenauer, Wehner, Strauß, kaum ein politischer Pionier der jungen Bundesrepublik, der nicht zu Gauß ins Studio kam. Den frühen Sendungsruhm begründeten zwei Interviews. Mit einem umstrittenen Theatermann und mit einer außergewöhnlichen Frau. Frau Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer nach landläufiger Vorstellung höchst männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen? Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat? Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten. Sie sagen, es ist landläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Und wir waren alle natürlich enorm angetan. Auch wegen der Klarheit, mit der Sie, man muss immer bedenken, wir waren noch damals noch ein paar Jahre näher am Kriegsende. Und es war in der Aufarbeitung der Vergangenheit noch einiges zu tun. Und die Art, wie die Hannah Arendt sowas auf den Punkt brachte, wie die einfach, die konnte ja Jargon sprechen. Die wurde ja berlinerisch, wenn sie sagte, ist mir doch klar, jemand, der ein kleiner Beamter, der Angst hat um seine Familie, das ist nicht mein Problem. Aber die Intellektuellen, denen immer noch was einfiel, das waren so die, nein, das war schon eine tolle Sendung. Die Leute nehmen mir eine Sache übel. Und das kann ich gewissermaßen verstehen von außen. Nämlich, dass ich da noch lachen kann. Hm. Nicht? Hm. Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Hm. Nun, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. Dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eine Sache. Ich würde wahrscheinlich noch 3 Minuten vor dem sicheren Tode lachen. Sie sind schon sehr früh in unserem Gespräch, Herr Gründgens, auf die Zeit Ihrer Intendanz in Berlin während der nationalsozialistischen Zeit gekommen. Gibt es so etwas wie ein unsicheres Gewissen darüber? Nichts liegt mir ferner. Dann haben Sie mich völlig missverstanden. Ich wollte damit sagen, dass die
Unsicherheit, in der wir alle lebten, uns die Bühne als den einzigen sicheren Faktor erscheinen ließ. Auf der Bühne, dem Planquadrat, wie ich es nenne, wusste ich genau, wenn ich den Satz sage, geht hinten eine Tür auf und eine Dame in einem grünen Kleid kommt herein und nicht ein SS-Mann. Ich hatte den Eindruck, dass er sich von der frühen, sogar etwas noch unsicher und fast manchmal sogar unbeholfen wirkenden Befragung erstens zu immer größerer Sicherheit emporgearbeitet hat, was aber nicht dazu führte, dass irgendeine Spur von Routine eintrat und dass diese also fast traumwanderische Sicherheit, mit der er dann diese Gespräche führte, zu immer mehr Tiefe auch geführt haben. Wobei, es stimmt vielleicht nicht, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel das Gespräch von Hannah Arendt ist vielleicht unübertreffbar. Und das hat er, glaube ich, selbst auch so gesehen. Das ist ganz schön, wenn zwei alte Schlachtrösser sich wieder... Das wird eine richtig lustige Sendung, ja. Und bitte. Habt ihr noch ein Problem? Ja, guck, ein kleines. Die drei Haare können Sie nicht retten. Ich meine es gut mit Ihnen. Ich meine es gut mit mir. Ja, gar keine Frage. Ist das besser? Hat sie auch allen Grund. Jetzt ist gut. Können Sie sich vorstellen, dass Bundeskanzler zu sein für Sie ganz persönlich reizvoller ist als der Schrecken, der von dieser Aufgabe ausgehen kann? Ich glaube, der letzte Teil Ihrer Frage ist der interessanteste Teil, Herr Gauß. Ein Politiker, der sich das Amt zutraut, das tue ich, geht dem Reiz dieses Amtes nicht aus dem Weg. Eine völlig andere Frage ist die konkrete Situation, ob man in ein solches Amt hinein will zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was ist Ihnen, seit Sie Bundeskanzler sind, nach Ihrer Einschätzung, Ihrer eigenen Einschätzung, am meisten zugewachsen? Selbstsicherheit? Im Sinne Ihrer Frage, wir müssen jetzt von einer Fernsehaufnahme ausgehen, natürlich sehr viel mehr Erfahrung. Wenn ich mir vorstelle, wie das damals war, wo er etwa solche Art, derartige Interviews überhaupt erst aufkam. Sie sind ja, wenn Sie so wollen, ein Pionier auf diesem Gebiet, war das ganz ungewöhnlich. Deswegen war es auch für mich sehr ungewöhnlich. Schon gar aus der besonderen Mainzer Situation. Ich habe viele Interviews gemacht, aber nicht eine derartige Sendung. Ist Ihnen bewusst, dass Sie heute bereits in der politischen Öffentlichkeit eine feste, gestanzte Größe sind, jemand, dessen Reaktionen man meint, vorausberechnen zu können und auch dessen Tricks im öffentlichen Auftreten allmählich, wie die Öffentlichkeit meint, geläufig werden? Ist Ihnen dieses bewusst und stört Sie das? Das ist mir nahezu immer bewusst, nicht immer, nahezu immer bewusst. Und ich werde fortdauernd durch eine sehr unbarmherzige Öffentlichkeit auf diesen Tatbestand nicht nur hingewiesen, sondern hingestoßen. Ist Ihnen das lästig? Ja. Wenn Sie mich fragen, was heute gefragt ist, und da ist meine Chance, es ist gefragt in einer Gesellschaft, wo so vieles geglättet und so glatt geworden ist, aalglatt zum Teil und damit ganz unglaubwürdig, ist eher ein Steinbrocken gefragt, ein Felsbrocken gefragt, wo die Leute sagen, der steht. Herr Bundeskanzler, und das ist meine Chance in dieser Wahl. Herr Bundeskanzler, und Sie ergreifen sie, und das ist Ihr gutes Recht, und ich bewundere Sie jedenfalls dafür, wie Sie aus jeder Frage zu einer Selbstwerbung kommen können. Ist in Ordnung. Soweit ja. Das Interview nicht drunter leidet, ja. Ja. 1967 wechselte Gauß in die Studios des Südwestfunks. Dort war er Programmdirektor geworden. Seine Sendereihe nahm er mit, die ungewöhnliche Optik blieb. Das ZDF gab allerdings den Sendetitel zur Person nicht frei. Mit einem Paukenschlag wollte Gauß beim neuen Sender starten und unter neuem Titel.
kann mich noch erinnern, Günter Gauss wollte mit Lutsch starten. Und die Redaktion war allerdings der Ansicht, in dieser damaligen bewegten Zeit nicht unbedingt mit einem Befürworter dieser Aktion zu beginnen, weil das vielleicht eine Abfärbung auf die ganze Reihe später geben würde. Zu meiner völligen Überraschung hat Gauss dem zugestimmt. Sehen Sie, es gibt ein Datum. 1871 gab es mal die Pariser Kommune. Ja. Ein Vorbild für Sie. Ein Vorbild für uns. Eine Herrschaft der Produzenten über ihre Produkte. Ja. Keine Manipulation, ja. Ständige Wahl und Abwahl. Ich weiß, eigentlich von allen Parallelerscheinungen das entscheidende Vorbild das für Das entscheidende Dusche. Modell für die Zukunft. Ja. Immer wieder zu erreichen. Ja. Und die Länge der Zeit wird uns nicht hindern, den Kampf zu führen. Er wird lang sein. Aber viele Menschen sind dabei, ihn schon zu führen und nicht mehr mit den etablierten Institutionen. Das war die 68er-Bewegung im Westen, die Ihnen den Begriff antiautoritär nahebrachte. Das war Rudi Dutschke. Ich hätte gern, dass Sie ein bisschen mehr sagen über das, was die 68er-Bewegung, was Rudi Dutschke für Sie und Ihresgleichen in der DDR bedeutete. Zum einen war es eine persönliche also ein persönliches Beeindrucktsein von der Person Rudi Dutschke. Ich habe Sie übrigens das erste Mal gesehen, Herr Gauss, als Sie das Dutschke-Interview machten. Das ist lange her. Ja, und das hat mich wirklich stark beeindruckt. Die ganze Art, und ich spreche da deshalb von der antiautoritären Haltung, die Dutschke vermittelte. Ich fand mich da wieder. Also ich dachte, das ist es, so möchtest du eigentlich sein und so solltest du sein. Halten Sie das parlamentarische System für unbrauchbar? Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament keine Repräsentantin, die Interessen unserer Bevölkerung, die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung ausdrücken. Sie können fragen jetzt, welche wirklichen Interessen. Aber da sind Ansprüche da, sogar im Parlament. Wiedervereinigungsanspruch, Sicherung der Arbeitsplätze, Sicherung der Staatsfinanzen, in Ordnung bringen der Ökonomie. All das sind Ansprüche, die muss aber das Parlament verwirklichen. Aber das kann es nur verwirklichen, wenn es einen kritischen Dialog herstellt mit der Bevölkerung. Nun gibt es aber eine totale Trennung zwischen den Repräsentanten im Parlament und dem in Unmündigkeit gehaltenen Volk. Ende des Zitats. Es stammt aus einem Interview zur Person, das ich im Dezember 1967 mit Rudi Dutschke gemacht habe. Können Sie dem Zitat zustimmen? Also ich denke, es hängt natürlich auch davon ab, welche Repräsentanten in den Parlamenten sind. Also als linke Partei muss man sich ja auch bemühen, natürlich parlamentarisch repräsentiert zu sein. Aber das Problem ist, in dem Augenblick, wo ich alles sozusagen auf das Parlamentarische beschränke, direkte Demokratie relativ dezimiere, so wie das bundesdeutsche System ja auch aufgebaut ist, sind natürlich Mechanismen da, dass tatsächlich sich die Politiker auch sehr, sehr weit von dem abheben können und von dem isolieren können, was wirklich auch die Leute wollen, die sie einst gewählt haben. Ich möchte an der Stelle sagen, ich bin bei allen Fragen sehr befangen, weil ich, was ich sonst nicht bin bei meinen Interviews, weil ich mich doch sehr befangen durch das Ungewohnte. Klar ist 1982 in Stammheim wegen mehrfachen Mordes, darunter auch dem an Martin Schleyer, zu 5-mal lebenslänglich und zusätzlich 15 Jahren Haft verurteilt worden. Klar verbüßt seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal, wo auch mein Interview mit ihm aufgezeichnet worden ist. Die zwei Realitäten, die dort aufeinander getroffen sind, jetzt gar nicht mal Gefangenschaft und Außen und Innen, sondern die zwei Lebensrealitäten. Christian, der von einem völlig anderen geistig-politischen und philosophischen Ort gesprochen hat, jenseits aller bürgerlichen Kategorien, also von einem absolut, sagen wir mal, revolutionären Ort gesprochen hat. Und gezeichnet von dem Druck der Gefangenschaft und gezeichnet von der unermüdlichen Abwehr, diese Gefangenschaft nicht in seine innere Welt hineinzulassen. Und Günter Gauss, der Bürger par excellence,
der Bürger in seiner nobelsten geistigen Gestalt und philosophischen, mit völlig anderen Kategorien. Und dann das zu sehen, diese Anstrengung der beiden, miteinander zu kommunizieren. Sie kriegen die Gegenwart ja doch nur gefiltert mit, durch Medien. Haben Sie den Eindruck, dass das, was Sie an Realitätsbewusstsein für die Gegenwart haben, dass Ihnen das zur Urteilsbildung genügt? Oder denken Sie gelegentlich, manches verstehe ich gar nicht mehr? Ja, natürlich. Gerade die subjektiven Veränderungen, die man nicht mitleben kann. Da ist eine Grenze. Ne? Zum Teil kommt was davon an, in den Knästen auch, durch die Gefangenen, die eingeliefert werden. Da merkt man auch Unterschiede. Wenn bis in die 80er Jahre, Anfang der 90er, hat man noch ein bisschen das fortschrittliche Milieu allgemein unter den Gefangenen festgestellt. Und dann irgendwann fing es an, die veränderte Situation draußen, dass Menschen eingeliefert werden, hauptsächlich die, ja, wie die Politik geworden ist, Teile der Bevölkerung als Ausschuss anzusehen. Die werden dann irgendwann eingesammelt und landen im Knast und bringen eine Menge Elend mit. Also er hatte eine Empfindlichkeit, die den anderen nicht ausschloss, die das Leiden der anderen nicht ausschloss, sondern erst durch das Leiden der anderen entsteht. Also für ihn gab es keine Hauptmenschen, keine Nebenmenschen. Das ist insofern wichtig, als er jemand war, der ja doch in der politisch herrschenden Klasse ein sehr viel umworbener war, wie er das selbst mal formuliert hat. Der journalistischen Karriere des Interviewers folgte die politische. Günter Gauß, der Junge aus Braunschweig, Student in München, Familienvater, war 1969 Chefredakteur des Spiegel geworden. Er unterbrach seine Fernsehinterviewreihe jedoch erst 1974, als er die Welt der Ostdeutschen betrat, als ständiger Vertreter der Bundesrepublik bei der DDR. Nach der Zeit im Staatsdienst wieder freischaffender Publizist fand sich der WDR als Partner. 1984 startete die neue Reihe unter neuem Namen für Gauß konsequent auch mit Gästen aus dem anderen Deutschland. Heute Abend beginne ich wieder mit meiner Interviewreihe Deutsche. Porträtieren, zur Selbstdarstellung veranlassen will ich Männer und Frauen aus beiden deutschen Staaten. Ihr Leben, ihre Gesinnungen, ihr Weltverständnis sollen erkennbar werden. Mein heutiger Partner ist Hermann Kant, namhafter deutscher Schriftsteller und hoher Kulturfunktionär der DDR. Wenige von drüben sind hüben so umstritten wie er. Der Vorwurf, zusammengefasst, lautet ja, ich rührte nicht an den Grundsätzen. Und ich akzeptiere diesen Vorwurf voll und ganz. Ich habe gar keine Ambitionen in dieser Hinsicht. Ich will, ich bin ja der Grundsätze wegen zu einer bestimmten Partei und Parteiung gestoßen. Wie käme ich dazu, nun an ihn zu rütteln, wo ich den Federhalter führe? Es sei ihm so gut wie noch nie einer begegnet, der so von dem andere Leute so böse reden, der also so ein schrecklicher Mensch zu sein scheine. Das hat er mir ja bei beiden Malen so oder so formuliert gesagt. Und darauf, das hat mich überhaupt nicht irritiert, weil ich wusste, ich war doch vertraut mit der Lage, in der ich mich befand. Das hat mich nicht sehr irritiert, aber irritiert hat mich,
dass viele meiner Freunde für mich empört waren, sozusagen unter Motto, wie kann der Mann dich sowas fragen? Die hatten es als feindseliger aufgefasst, als ich es selber aufgefasst. Ich habe es nicht als feindselig aufgefasst. Der Schriftsteller Hermann Kant, Altbischof Albrecht Schönherr, ZK-Mitglied Otto Reinhold aus der DDR. Unter den Westdeutschen der Schriftsteller Martin Walser, der Kirchenmann und Politiker Heinrich Alberts, am meisten umstritten aber der CDU-Generalsekretär Geißler, wegen dessen Äußerung, die Pazifisten sind an Auschwitz schuld. Was sich mit dem historischen deutschen Ort Auschwitz verbindet, ist so jenseits aller rationalen Vorstellungskraft, so weit in unbeschreiblichen Gefilden des Schreckens, dass man aus diesem Grunde keinerlei richtige oder falsche aktuelle politische Argumentation damit verbinden soll. Ja, eine solche Auffassung kann man durchaus vertreten. Nur die Frage war, wie antworten wir auf den Vorwurf der anderen Seite, die Regierung bereite ein atomares Auschwitz aber vor. Nicht, man muss ja diesen Zusammenhang einmal herstellen. Herr Geißler, nicht null, sondern zwei. Nur ich glaube, es war notwendig, darauf aufmerksam zu machen, welche Konsequenzen es hat, wenn gegenüber einer totalitären Diktatur die Verteidigungsfähigkeit und die Bereitschaft freier Demokratien geschwächt wird. Und wenn die pazifistischen Überlegungen und politischen Vorstellungen bei uns eine Mehrheit bekämen, dann, davon bin ich überzeugt, wäre das Ergebnis ein weltweiter Archipelgulag. Ja, davon sind Sie überzeugt. Ich kenne ehrenwerte Menschen, die vom Gegenteil überzeugt sind. Der Punkt war für mich in meiner Frage, verbietet nicht Auschwitz jede Verbindung mit strittigen, gegenwärtigen politischen Problemen. Und wenn andere es gebrauchen, rechtfertigt das dann doch etwa nicht, dass man selber es auch gebraucht. Eins und eins sind nicht null, sondern zwei. Nur Auschwitz wäre ohne die Position und Situation des totalen Krieges nicht möglich gewesen. Das muss man sehen. Und die Weltgeschichte hätte einen anderen Verlauf genommen, wenn damals die westlichen Demokratien gegenüber der nationalsozialistischen verbrecherischen Aufrüstung anders reagiert hätten. Herr Geißler, ich lasse Sie auf diese Antwort sitzen, weil Sie im Moment, unmittelbar nachdem Sie eingeräumt haben, dass Auschwitz vielleicht ganz außen vor bleiben sollte, im Grunde schon wieder diese Verbindung hergestellt haben. Wendejahr 1989. Auch für Günter Gauß im Fernsehen. Zwischen der letzten Sendung beim WDR und der ersten beim DFF in der DDR lagen 5 Monate und eine friedliche Revolution. Der neue Fernsehintendant aus der DDR musste den alten Interviewer aus der BRD nicht lange zum Weitermachen überreden. Der hat mich angesehen, hat gesagt, meinen Sie das ernst? Ich habe gesagt, natürlich. Und der sagte, wie soll das werden? Ich so, wie Sie das gewohnt sind, machen Sie es nach Ihren Gesichtspunkten. Ja, er war ein bisschen erstaunt, habe ich denn da die Freiheit einzuladen, wen ich will? Und ja, ich sage, tun Sie es. Ich war ja froh über jeden, der unser Programm qualitativ belebte. Aber nicht das war es allein. Ich wusste, dass mein solchen Mann wie Gauß nicht mit irgendwelchen Prämissen da kommen konnte. Und er sagte, gut, das ist verabredet. Ich habe ihm dann gleich gesagt, Herr Gauß, wir haben kein Westgeld, wissen Sie, wir zahlen Ihnen ein Honorar. Und er sagte, ich würde ohne Honorar von Hamburg nach Berlin zu Fuß gehen, wenn ich das machen dürfte bei Ihnen. Ich habe mich, glaube ich, nirgendwann auf eine Sendung je so genau vorbereitet wie darauf.
Das war ja auch in einer sehr, sagen, einer sehr angespannten Situation. Ich musste entscheiden vorher, was mache ich mit meinem Leben? Nämlich, gehe ich jetzt in die Politik oder nicht? Ich musste jetzt Farbe bekennen. Also wusste ich, da geht es um Wesentliches, da kannst du nicht ausweichen, da kannst du nicht rumeiern, da darfst du dich nicht verhalten wie ein Politiker, der mit allen Weihwassern der Diplomatie gewaschen ist, sondern hier musst du klar reden, wenn du bestehen willst bei ihm. Das Zweite, ich hatte natürlich auch, ja, ich war unglaublich aufgeregt. Welche Vorstellungen hatten Sie, als Sie aufwuchsen, Pastor wurden, Dozent am Predigerseminar in der Lutherstadt Wittenberg, ein früher Wortführer der Opposition gegen das Regime der SED? Welche Vorstellungen hatten Sie von der Bundesrepublik Deutschland, von dem anderen deutschen Staat? Ich glaube, fast jeder DDR-Bürger wusste, wie die Minister heißen in der Bundesrepublik. Wir haben immer mitgewählt, weil wir nicht wählen konnten. Wir haben, denke ich, in einem viel größeren Ausmaß politische Sendungen gesehen aus der Bundesrepublik. Und dennoch war es, denke ich, nur ein Fernsehbild, das dem Bild, das unsere Zeitungen von der Bundesrepublik machten, immer widersprachen. Ich bin an einer Stelle 1982 desillusioniert worden. Ich habe 1982 zu spüren bekommen, dass die Bundesrepublik sich selbst genug ist. Ein schönes, reiches Land. Sie sagten ja auch Deutschland. Ich habe gesagt Bundesrepublik Deutschland. Sie meinen ja. Bundesdeutschland. Sie ja. Sie sagten immer Deutschland. Und das hängt jetzt mit dieser Ausreisewelle ein bisschen zusammen. Wir wollten auch Deutsche sein. Wir waren von euch, bis auf Sonntagsreden, längst vergessen. Und jetzt habe ich so den Eindruck, jetzt müsste die Zeche zahlen. Sie waren nicht von allen vergessen und von manchen nicht nur sonntags in Erinnerung. Ja, wissen Sie, aber ich hatte gedacht, dass alle, die uns besuchten in der DDR oder die so ein Herz für unser Land hatten wie Sie, dass das die Bundesdeutschen wären. Das war die Täuschung. Das habe ich nie gedacht, Herr Schaulemer. Das war nur meine Täuschung, wissen Sie, das war meine Täuschung. Und ich glaube, wenn es jetzt wirklich zu sozialen Lasten auch für die Bundesrepublik käme beim Anschluss, ich weiß nicht, also ob wir wirklich willkommen sind. Sind Sie ganz frei von Schadenfreude in dem Zusammenhang? Ja. Zunächst erst haben mich die Interviews natürlich auch in einem gewissen Maße erschrocken. Erschrocken in dem Sinne, dass also auch ich nach der Wende erst einmal lernen musste, Denkwelten aus dieser DDR kennenzulernen, die ich also bisher geleugnet hatte, die für mich bisher keine Rolle gespielt haben, die ich zum Teil natürlich auch als Journalist bekämpft habe. Plötzlich waren diese Menschen auf dem Bildschirm zu sehen, fast nur mit ihrem Kopf und sozusagen also auch nur mit ihren Gedanken. Die DDR läuft leer. Was kann man tun, wenn man redlich die Dinge betrachtet und nicht sich selber belügt? Also das sind so verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Ich glaube, man kann historische Prozesse beschleunigen, man kann sie bremsen, aber man kann sie nicht erzwingen. Und das braucht einfach seine Zeit. Was hier sich 40 Jahre lang auseinanderentwickelt hat auf allen Bereichen, kann nicht über Nacht zusammengenagelt werden. Und die Konföderation wäre eine Zweistaatlichkeit, aber eine Zweistaatlichkeit, in der beide Seiten ein Stückchen Souveränität bereits an die Konföderation abgeben. In einer Zeit, die ja für alle kompliziert war, nämlich der Zeit der Wende, war der Gauß eine ganz herausragende, ganz wichtige Person. Das heißt, er hatte Erfahrung vorher durch sein politisches Leben mit dem Osten. Er kam aus dem Westen. Er kannte uns wesentlich besser als viele der Westdeutschen, die uns mit offenen Armen als Brüder und Schwestern gegenüberstanden, was sich dann ja doch etwas anders herausstellte später, in vielen Fällen. Ich will nicht verallgemeinern, das ist immer ungerecht. Und da brauchte man eine solche Figur der Integrität und der Kenntnis beider Deutschlands. Thomas Langhoff, ein zunächst langsam beginnender Regisseur, dann schnell große Erfolge erzielender Künstler. Heute ein Mann, der mit großer Gelassenheit auf die Vergangenheit blickt, auf die Vereinigung Deutschlands, wie es ist, und der sicherlich Maßstäbe setzen wird für Theaterkunst im Vereinigten Deutschland. Zur Person Thomas Langhoff.
Ist ein Mensch wie Sie insoweit ein Augenblicksmensch, dass er sagt, nun habe ich diesen 4. November gehabt als meinen großen Glückstag. Und jetzt sage ich nun also dem Theatermenschen Langhoff, nun habe ich die große Inszenierung des Glücks gehabt. Nun war diese Premiere des Glücks. Mhm. Nun ist das Nachwirkende, wie lange die Aufführung fortgesetzt wird, wie viele Wiederholungen es gibt, gar nicht mehr so wichtig. Kann es sein, dass dieses ein Teil Ihrer Existenz ist, ein Teil Ihrer Mentalität, dieses auf den Tag hin? Ja, das ist dann natürlich. Das ist ja auch das Problem des Künstlers, dass er Dinge im Augenblicke begreift und sie im Augenblicke auch sehen möchte. Verweile doch, du bist so schön, wie Goethe sagt. Und aber dann verweilt's nicht und ist es dann vergessen. Und es ist ja nicht vergessen. Es ist ja nicht vergessen und dass es nicht vergessen wird, in mannigfacher Form, dazu sind wir da. Und dazu ist auch die Kunst da und dazu ist auch das Theater da, sozusagen das aufzuheben. Das kann ja nur eigentlich die Kunst, meine ich. Also die Utopie, von der Sie mit der Gelassenheit des Augenblicksmenschen, sage ich jetzt mal, Sie können ja widersprechen. Nein, es ist so. Ich habe gebeten, dass ich hier meine Pipe rauchen kann während des Gesprächs, weil ich da besser nachdenken kann. Das fand er unangenehm und bat mich, das nicht zu tun. Da habe ich ihn gebeten, dann soll er auch seinen Whisky weglassen. Da hat er gesagt, gut, ich kann meine Pipe behalten. Wenn Sie sicher sein könnten, eine große Theaterkarriere zu machen, würden Sie dann das Fernsehen sausen lassen? Nein. Das Theater ist für mich als Ausübender wirklich abgeschlossen, ohne Frust, ohne Enttäuschung. Ich genieße sehr, als jemand, der den Beruf mal gelernt hat, mir schöne Theateraufführungen anzuschauen. Aber es ist, glaube ich, sehr viel spannender, mit dabei zu sein, dahin, wo das Fernsehen hingehen wird, das weiß ich auch nicht, wo das ist, und selber auszutesten, wie weit man es treiben kann. Hat mir eigentlich 2 Stunden erzählt, wie zum einen Fernsehen funktioniert, ja, also dass er immer diese Kartons hat, die der Bridge Club seiner Frau war es, glaube ich, das sind die Kartons aus Strumpfhosenverpackungen, die rascheln nicht. Dann hat er mir vorgeführt, wie er die wendet, ohne zu rascheln, und ich hätte dann normalerweise sagen müssen, wir leben im Zeitalter des Teleprompters, oder man kann das auch, es macht auch nichts heutzutage, wenn es raschelt. Habe dann aber eigentlich die komplette Entwicklung der Fernsehtechnik seit 1970 nochmal in Frage gestellt und dachte mir, im Grunde ist ja eigentlich jeder, der nicht von Strumpfkartons die Fragen abliest, intellektuell nicht würdig, überhaupt ein Fernsehstudio zu betreten. Also wenn einer eine Frage für ihn unzureichend oder ausweichend gar beantwortet hat, dann hat er nochmal und nochmal auf den Punkt gebracht und hat natürlich auch unbequeme Fragen gestellt. Er hat mir auch gleich vorher gesagt, also nicht, dass Sie denken, das wird ein Gefälligkeitsinterview. Christa Wolf wurde zu einem Exempel für die Tiefe des Unverständnisses zwischen West und Ost, für die Eilfertigkeit mancher, vieler westdeutscher Urteile. Bei der Überprüfung ihrer Stasi-Akte zeigte sich in 42 Bänden, wie sorgfältig misstrauisch Christa Wolf jahrzehntelang von der Stasi überwacht worden war. Aber es fanden sich auch 2 schmale Ordner, aus denen hervorging, dass sie sich als junge Frau vor über 30 Jahren zu Kontakten mit der Stasi bereit gefunden hatte. Sie endeten 1962. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie die Christa Wolf der nächsten Etappe beschaffen sein könnte? Ja, eine Wunschvorstellung. Wie sieht die aus? Hautlos, sehr empfindlich. Kann kein Wunsch sein. Nein, aber das ist nun mal so. Offen, sehr offen und sehr, ich glaube, anderen Leuten gegenüber toleranter und auch bescheidener. Auf irgendein hohes Ross werde ich mich bestimmt nicht setzen. Aber ich glaube, härter gegen mich. Rücksichtsloser, und ich glaube, mehr wehtun kann nun nichts mehr. Ich muss den Schmerz jetzt nicht mehr vermeiden. Ich habe gemerkt, dass ich konnte in der letzten Zeit nicht besonders gut schreiben
Und mir ist jetzt klar, warum. Ich habe diesen Schmerz, glaube ich, vermeiden wollen. Und jetzt geht's wieder. Sie schreiben? Ja, ich kann den Schmerz, Scham, Schmerz, alles das kann ich mit hineinnehmen. Nun kamen Sie mit einer ganz anderen Mentalität von Bankleuten zusammen. Wie sind Sie damit zurechtgekommen? Wenn ich zwei auf der Straße laufen sehe und sehe die nur von hinten, kann ich schon entscheiden, ob es ein Ossi oder ein Wessi ist. Erklären Sie mir den Unterschied. Der Ossi, der ging etwas gebückt und eigentlich so, na, schlendert er mehr so dahin. Der Wessi ging aufrecht und hat mehr dargestellt, als er ist. Das ist eigentlich ein Thema auch nach 12 Jahren deutscher Einheit, wo ich immer noch einklage, dass die Ostdeutschen mehr ihren Kopf aus dem Sand strecken müssen, weil sie einfach mehr können, als sie zeigen. Die Fragen, die Gauß ihm gestellt hat über den Fortgang der deutschen Einheit, haben ihn nicht überfordert, haben ihn als den gezeigt, der er war. Und trotzdem war es ein Beispielinterview für die Möglichkeit, sich mit seiner Identität, nämlich der Ostdeutschen, in einen Vereinigungsprozess einzubringen und nicht mit allem einverstanden zu sein. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Träumen Sie immer noch vom Sozialismus? Tja, ja, träume ich noch. Ich träume davon, weil ich wie viele andere Menschen weiß, dass das, was wir in diesem Land erlebt haben, kein Sozialismus war. Ich träume davon, weil ich glaube, dass die Spanne zwischen der Gesellschaft, in der man wirklich lebt, und der, in der man leben möchte, genau diesen Bereich der Utopie ausmacht, die, wenn man sich sehr müht, vielleicht zu Kunst werden kann. Und ich glaube, dass ohne Zielvorstellungen, ohne Utopien, ohne einen Horizont, den es zu erreichen gilt, und wenn man an diesem Horizont steht, tut sich der nächste Horizont auf, dass ohne diese Vorstellungen eigentlich man lebendig tot ist. Die Zur-Person-Dekoration, sie wurde zum letzten Mal im März 2004 in Potsdam-Babelsberg aufgebaut, exakt 41 Jahre nach der ersten Sendung. Erlauben Sie eine letzte Frage? An sich selbst gestellt, hat der Interviewer so beantwortet. Und wenn man mich, was war meine letzte Frage? Was würden Sie gerne noch mal tun? Ich würde ein paar von meinen Interviews zur Person gerne noch mal führen. Weil ich älter geworden bin, einige meiner Partner aus der früheren Zeit, Brandt, Wehner, Adenauer, Thomas Dehler, Leute, die heute kaum noch jemand kennt, Dehler, wer weiß noch, wer Dehler ist, heute besser verstehe. Ich würde sie anders, vielleicht besser befragen.